Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Lang, lang ist es her, dass wir es gespielt haben. Und ja, es geht weiter. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Okay, hier läuft schon mal nichts mehr, aber wir haben Post im Briefkasten. Hi, deine Werkstatt war letzten Monat auf Platz 4 der Werkstättenrangliste. Versuche dich immer weiter zu verbessern. Handelsgilde. Ja, nicht schlecht. Jetzt nicht berauschend gut, aber jetzt auch nicht grottenschlecht. Gut, wir müssen noch ernten. Stromgenerator bauen, mit Ziviltruppen trainieren. Boah, wir haben noch jede Menge zu tun. Moment. Stromgenerator bauen. Habe ich hier nicht drin stehen. Ich brauche einmal eine auswechselbare Batterie. Ah, die brauchen wir erst. Marmor, Energiestein, Bronzeerze und zwei Federn. Oh, ob wir zwei Federn haben, den Rest hat 10. Müssen wir mal gucken, was wir auf Lager haben. Marmor haben wir auch nicht mehr viel. Aber wir haben Zinn. Das haben wir. Marmor fehlt uns. Aber ich wollte gucken, ob wir Federn haben. Nee, leider nicht. Können wir Federn denn machen? Nee, leider nicht. Okay, gehen wir erstmal weiter. Sechs Steinhocker, eintätig und 10 Schleifstein. Oder weiß ich jetzt nicht, was wir machen können. Ich nehme mal die Steinhocker an. In der Hoffnung, dass wir das auch machen können.
6 Stück brauche ich. Ich muss noch ein Bronzeschwert machen. Das wollte ich hier nicht. Ich wollte eigentlich auf E drücken. Aber wir können auch gar kein Bronzeschwert machen. Ah, deswegen, okay. Gut. Ich wollte eigentlich gucken, so wie wir das jetzt bringen müssen. Zu Alice. Und dann bringen wir ihr das eben. So, und damit hätten wir den Auftrag gemacht, aber sie hatte generell noch was, ne? Do you see anything you like? All my flowers are fresh. Hey, was sind denn diese Sterne? So, Ruin. Okay. Gut, die Alice hätten wir. Wollte ich mal hier gucken, ob wir ein schönes Möbelstück mal kaufen können, aber es ist alles noch mal ziemlich teuer. Dann sparen wir lieber noch ein bisschen. Bleierz, Eisenerz, Zinnerz, Kupfererz, Verbesserungsset pur. Minenarbeiterhelm. So, Leinen, Baumwolle, Faserstoff, grober Teppich, Paravent, gestreifter Teppich, ne, ist nichts Schönes. Gut, können wir das Buch eigentlich lesen? Bei Benutzen. Nö. Zumindest aktuell noch nicht. Ich wollte mal kurz zum Koch. Achso, sie wollte. Ach, oh Gott, das wird doof. Ich habe alles vergessen. Ich weiß nicht mal, wie man ausweicht. Also. Ja, okay. Okay, machen wir nochmal.
Und dann ist, ich weiß ja jetzt, wie die Steuerung funktioniert. Oder okay. Nee, das lassen wir lieber. Oh je, Mini. Gut, nichts Gutes. Hätte klappen können, aber dies Level 25, wir sind nur 13, also wir brauchen noch ein bisschen Übung oder ein bisschen bessere Rüstung. So, wir nehmen einfach das. Essen einfach Luft. Mit luftiger Beilage. Ritterabzeichen, okay. Was ist das? Ein armiger Bandit. Wie hält man das an? Auf den Knopf. Oder? Ja. Zwei Ritterabzeichen. Hui. Gut, dann. Ja, super, ein Scheißhaufen. Machen wir noch einmal 5 und dann was ist. Echt viele von. Okay, wir haben zwei Ritterabzeichen. Oh, cool. Ballons abwerfen. Nö. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder nicht? Das weiß ich nicht.
So, dann würde ich sagen, wir verkriechen uns nochmal in die Mine. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich dann am Mineneingang. So, da werden wir ja. Auf der Suche nach diesen mysteriösen Objekten. Eine Datadisk und eine alte. Okay. Nichts Spannendes also. Aber fand man Marmor hier in der Mine? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Denkmal Modellteil 4. Hier ist Kupfer. Kupfer und Zinn. Und eine Tunnel. So, und dann suchen wir uns das nächste. Ein kleiner Motor. Okay. So, oh. Hier war irgendwo noch eins, genau da. Alte Sprechanlage Teil 2. Wie fand man nochmal Marmor? Das würde ich gerne nochmal wissen, weil mir fehlt Marmor, sonst kann ich die Quest nicht weitermachen. Finde ich das hier irgendwo? Boah, das ist so lange her, dass ich es gespielt habe. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, noch Frühling und wir haben jetzt mittlerweile Weihnachten. Yay, Level up.
Hier ist noch Zinn und Kupfer und Stein. Marmor. Oh, ich erinnere mich nicht mehr, wo wir das gefunden haben. Ist voll lange her. Kommt davon, wenn man so lange spielt. Tschüss. Ein Brillenglas. Okay, die Quest haben wir auf jeden Fall schon mal auch gehabt. Das war die Friseur-Quest. Die hatten wir schon. Oh, okay. Und wie war das Map? Und dann war das auf E. Dann kommen wir an den Eingang. Gut. Dann schlafen wir halt auf dem Boden. Wir haben wieder jede Menge Steine. Mal hier einsortieren. Die können wir auch mal abgeben im Labor. Objekte. Und die haben wir schon. Wie viele Teile gibt es denn hier von 1? Ja, okay, das Mittelteil fehlt noch, ne? Oder? Weil nehme ich mal das mit ins Labor. Denkmalmodell.
2, 3, Denkmal 1 fehlt, ne? Ja. Teil einer Sprechanlage. Jetzt auch mehrere. Denkende Dose, 1 und 2. Komisches Glasgefäß. Kann im Museum platziert werden. Gehen wir mal ins Museum, gucken wir, ob wir das zusammenbasteln können und dann genau. Citizen, I'm Agent T, and this is my partner, Agent H. We are part of the Free Cities Debt Collection Agency. Can I help you? Yes. It has come to our attention that you are the offspring of the former owner of this workshop. Is that correct? Now, good. Your father accrued 50,000 gold in debt from his business. Since we cannot find him, the debt has fallen to you as his closest kin. Because I'm a nice guy, I'll give you a week to come up with that money. If you don't pay up, we'll take this house as collateral. If you try to run, we'll inform the civil corps. That's all. You have a good day now. Come on, Agent H, let's go. What should I do? Maybe I should go talk with the mayor. Okay. Dies kam jetzt ein bisschen unerwartet. Da fehlt tatsächlich noch ein Teil. Okay. Okay, vom Pferd fehlt auf jeden Fall noch ein Teil. Okay, das ist schade. Gut, jetzt muss ich kurz noch warten, bis die andere da ist. Da ist sie doch schon. Hi. Our research is almost done. If every Our research is almost done. If everything goes smoothly, we'll have something for you by tomorrow. Our research is almost done. Okay. Kann nichts abgeben. Habe ich das schon gekauft? Ein Skillpunkt. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, ich beende für heute die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir warten noch, bis der Blackscreen vorbei ist, genau. Und dann sprechen wir in der nächsten Folge mit dem Bürgermeister und reden dann über den Geldeintreiber, weil das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Und genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.